Man schrieb das Jahr 1662. Es war ein besonders dunkler Herbsttag Ende Oktober. Die Bewohner des kleinen Städtchens Newport auf Rhode Island hatten sich trotz der Kälte, die der strenge Wind mit sich brachte, vollzählig auf dem Marktplatz versammelt. Um kein Geld der Welt wollte auch nur einer von ihnen das Schauspiel verpassen, das ihnen hier geboten werden sollte. Katrina Van Kampen, eine hübsche junge Frau, die einer der angesehensten holländischstämmigen Einwandererfamilien angehörte, würde heute öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Junker Harper, der selbsternannte Hexenjäger der Region, hatte alles daran gesetzt, dieses grausame Urteil vor Gericht zu erreichen. Nun thronte er siegesgewiss und mit einem abschätzigen Blick für die auf dem Scheiterhaufen an einem Pfahl festgebundene überführte Hexe auf seinem treuen Ross. In der Hand hielt er eine auflodernde Fackel. Die Anwesenden erschauerten bei dem Gedanken, was sich vor ihren Augen gleich ereignen würde, wenn mit dieser Fackel der aufgeschichtete Holzstoß in Brand gesetzt und Katrina Van Kampen bei lebendigem Leibe verbrannt würde. Es war die erste Hexenverbrennung auf Rhode Island und die Kunde von Katrinas Schönheit hatte aus den umliegenden Dörfern zahllose Menschen hergelockt. Manch begehrlicher Blick wurde auf die fröstelnde junge Frau gerichtet. Wohl hast du Grund zu zittern, Katrina Van Kampen. Wenn du der schändlichen Taten gedenkst, derer ich dich letztlich überführen konnte. Aber tröste dich. Lange wirst du nicht mehr frieren müssen. Denn die reinigenden Flammen werden schon bald aufzüngeln, um deinen sündigen Leib zu verzehren und ihn reinzuwaschen von der begangenen Schuld. Verbrennt die Hexe! Ja, verbrennt sie! Sie soll brennen für ihre Sünden! Jawohl, das soll sie! Die Tage der Schreckensherrschaft der Hexen über uns sind gezählt. Du bist die Erste, die wir durch den Flammentod unschädlich machen. Aber du wirst beileibe nicht die Letzte sein. So wahr mir Gott helfe. Bevor ich mit dieser Fackel den Scheiterhaufen in Brand setze, ergeht der Tradition folgend noch die letzte Frage an dich. Bereust du, Katrina Van Kampen, die Untaten, derer ich dich überführen konnte? Denn solltest du aufrichtige Reue empfinden, wird dir womöglich im Jenseits göttliche Gnade und Vergebung zuteil werden. Ha, ich spucke auf Gnade und Vergebung und ich spucke auf euren Gott. So bereust du nicht. Nein, ich bereue nicht. Und dir, der du meinem jungen Leben ein solch grausames Ende bereitest, dir, Junker Harper, sei gesagt, dass die Flammen, deren reinigenden Kräfte du gerade priesest, nicht imstande sein werden, mich vollständig zu vernichten. Bereits am kommenden Hexensabbat, der Nacht vor Allerheiligen, heute in 3x3 Tagen, werde ich zurückkehren auf den schwarzen Schwingen des Sturmwindes.